500 Münzen kosten 10.000 Poké-Dollar. Ja, okay, kannst vergessen, oder? Also ich brauch... Warte, ich muss jetzt nochmal gucken. Warte mal gucken. Also ich brauche 5.500 Münzen. Das heißt, ich muss 105.000 Poké-Dollar ausgeben. Mathe LK Chat, merkt ihr? Ja, die habe ich nicht. Ne, 110.000, ne? Verdammt. Dann, ich habe keine Ahnung, was wir das letzte Mal... Ich glaube, wir haben den Orden gemacht und dann aufgehört, ne? Genau, wir haben Orden Nummer 4 eingesackt, ja, und da war dann geil. Feierabend. Full Disclosure, das letzte Mal, das wir gespielt haben, ist circa 3 Monate her. Haben wir im Dezember oder im Januar gespielt? Dezember. 28. Krass. Dezember. Crazy, war das letzte Mal, zwischen den Jahren. Ja, das war crazy. Das ist schon übel. Also ich habe es auf meinem Stream Deck nicht hinbekommen, mich auf Discord zu muten. Das heißt, ich muss das immer mit der Maus machen. Dauert dementsprechend immer 1-2 Sekunden länger. Aber alles gut. Mama! Ja, spiel ruhig Powergrid nebenbei, das ist in Ordnung. So, ich kann ja auch mal gucken, was hier so mein Team ist. Warte mal, was war denn mein Team? Alter, Level 40 sind wir schon? Holy shit. Was ist da los? Knieherbs, Holzkopf, Pilzkopf, nicht Holzkopf. Holzkopf ist auch gut. Holzkopf? Ja. Genau, guck mal ins Team, ich weiß selbst nicht mehr. Ich hatte einen Gluimanda, genau, das hat mich gecarried. Ja, das ist ein für Carry auf jeden Fall. Konzentrator, verhindert Zurückschrecken, Alter, das ist so nice. Verhindert Zurückschrecken ist so nice. Steinhaupt, verhindert Rückstoßschaden, wenn ich jetzt eine gute Attacke dafür hätte. Keine Wettereffekte bei Pilzkopf, okay. Verhindert Verwirrung, Alter, was habe ich für geile Übereifer? Okay, das ist nicht so geil, aber ja, ich habe voll die geilen Sachen. Hi Eike, grüß dich. Was genau haben wir eigentlich? Was habe ich eigentlich? Haben wir noch irgendwas in der Box, was wir adden konnten? Wahrscheinlich nicht, ne? Sonst hätten wir es reingepackt, ne? Ich glaube nicht. Guck einfach mal rein. Oh, holy shit, ich weiß gar nicht mehr, wo wir was gefangen haben schon. Obwohl, hier haben wir, glaube ich, schon alles abgegrast, ne? Oh, ich habe ein Ho-Oh. Du hast ein Ho-Oh. Oha. Dragoran. Warte mal. Womit? Die Frage ist, womit ist das gelingt? Ja, so ein paar Sachen. Hier ist noch ein Latios. Main Psycho. Nee, ist Main Drache. Aber da waren immer irgendwelche Wasser-Pokémon mitgelinkt, ne? Glaube ich. Wir hatten immer das Problem, dass wir immer das ein oder andere Wasser-Pokémon hatten. Ach ja. Na gut, dann können wir halt noch nichts wieder mit reinnehmen. Aber ich glaube, wir hatten alles abgegrast. Gut, soll mal healen. Bing, bing, bing. So. Trainieren müssen wir gerade nicht. Nice. Ich glaube, wir müssen jetzt den Team Rocket-Kram machen, ne? Kommt das jetzt schon? Ja, das ist auf jeden Fall das nächste. Achso, du meinst in der Spielhalle, ja? Ja, genau, in der Spielhalle. Den Team Rocket-Kram. Ich glaube, den müssen wir jetzt machen. Du musst unbedingt healen, ne? Ja, auf jeden Fall. Verschwinde von dem Poster oder ich muss. Ja, was musst du denn, Digga? Ich hab ja einen O-Mod. Wie cool. Ja, Mann. Ein O-Mod. Weber liebt es. Webers Lieblings-Pokémon. Was hat denn das eigentlich als Item dabei? Lachsrauch. Ah ja. Oha, das ist Money. Ich viel Money sogar. O-Mod-Beste, ja, Weber, ich weiß. Oh nein, Regen. Sau! Regentanz, ich will gerade Feuerattacken machen. Verdammt. Outplayed. Du bist ja einfach schon im nächsten Kampf. Okay. Ja, ich Stefan gibt das Tempo vor. Ich bin schon in die ich bin in die Spielhalle. Du musst unbedingt healen. Ja. Wird gemacht. Ja. Oh, das ist ja nur Level 20, Löhl. Oder waren wir da schon? Ne, wir waren da offensichtlich noch nicht drin, wenn. Nee. Ja. Aber wahrscheinlich wäre es sinnvoller gewesen, also so vom Leveln her, vor der Arena da reinzugehen. Ja, aber wir wollten den vierten Orden, also, ne? Das ja, ist so, genau. Hätten wir gesagt, komm, lass den Orden noch machen und dann machen wir aus. Ja. Deswegen haben wir den direkt gemacht. Richtig.
Ich glaube, wir haben aber sonst schon alle Encounter hier drumherum, haben wir alle schon gemacht, meine ich. Ja. Soweit ich weiß. Ich weiß nicht, wie das ist. Links auf dieser Fahrradroute, ich glaube, da ist auch eine Wiese ja, noch. Ne? Da konnten wir aber bisher noch nicht hin, glaube ich. Deswegen haben wir da noch nichts gemacht. Mhm. Also, aber gucken, sind die Pokémon hier auch randomized, die man für die Münzen holen kann? Oh, wir brauchen den Münzkorb. Brauchen wir den? Oh. Damit wir... Also, ich hole den mir auf jeden Fall ab. Das war doch hier irgendwo. Hier, gibst du mir nicht den Münzkorb? Nee. Gibst du mir nicht den Münzkorb? Oh ja, stimmt. Ja. Hol ich mir jetzt auch. Das ist verrückt, Chat. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Feuerrot gespielt habe, aber manche Sachen vergisst man einfach nicht. Sehr gut. Nice. Einfach nur nice. Ja, dann... Jetzt erstmal Tratini holen für... Was waren 12.000? Es kann sein, dass die Sachen... Es kann sein, dass die randomized sind, die Sachen. Das weiß ich gerade nicht mehr genau. Ups. Ups. Okay, coole TMs kann man abholen. Und das sind die gleichen wie beim letzten Mal, außer die TMs selbst sind randomized. Die TMs selbst sind randomized. Ah, okay. Aber ja, bei den Pokémon, da stehen auch... Ja, nur weil okay. Das so steht, heißt das nicht, dass es... Oh, es ist ein Scherox. Ja. Oh, wir können also wenn du anklickst, dann steht Chanera, da, was du wirklich bekommst. Chanera... Ein Sumpex. Oh. Für 180 Münzen. Ampharos, was habe ich hier noch? Ja, Sumpex ist aber wieder Wasser. Ja, stimmt. Dratini ist ein Habitat. Auf gar keinen Fall. Porygon? Wappo. Oh, lol. Haben wir hier noch? Rauchball. Okay, achso. Ich habe nur Scheiß-Pokémon. Ich bin ganz ehrlich. Chanera. Was war das andere? Tangulis ist auch. Pflanz ist kacke. Pinsir war Ampf. Ah, Voraus ist. Hast du Elektra? Du hast ein Elektro-Pokémon, das ist ein Problem. Dratini war ein Habitag, war auch. Ich hab. Pet 0815 und Quappo, nee. Ja, lohnt sich, glaube ich, nicht. Lohnt sich, glaube ich, gerade nicht so wirklich. Ja, ich muss jetzt nochmal die anderen Pokémon durchklicken. Ja, klick mal durch, aber bei mir lohnt es sich auf jeden Fall nicht. Ein Smetbo, das wollen wir nicht. Das war Sichlor. Das ist ein Metagross. Ja, okay, aber wenn es sich bei dir jetzt so gar nicht lohnt, dann... Naja, wenn du ein Metagross kriegen kannst... Ja, aber es kostet mich 5.500 Münzen. Ich habe jetzt keinen Bock, 2 Stunden hier in der Spielhalle zu verbringen. Ja, du kannst ja auch Geld für kriegen. Gerade mal, Chanera würde nicht ins Team passen. Engolis würde auch nicht ins Team passen. Einfach ein Metagross. Ampharos würde auch nicht ins Team passen. Habitag würde auch nicht ins Team passen. Was war das? Quappo würde. Nicht eins der Pokémon, die ich kriegen kann, würde jetzt gerade ins Team passen. Es sei denn, du möchtest dein Elektro-Pokémon, würdest dein Elektro-Pokémon dafür weggeben, dann würde ich mir ein Ampharos nehmen. Das wäre so das. Einzige. Und dann bekäme ich das Metagross, ne? Du bekämst dann das Metagross, ja. Boah, das wäre okay. Ja, ist die Frage, wie teuer das jetzt ist, ne? Ganz viel Geld zu kaufen, ganz viele Münzen zu kaufen. 500 Münzen kosten 10.000 Poké-Dollar. Ja, okay, kannst vergessen, oder? Also ich brauche... Warte, ich muss jetzt nochmal gucken. Ich brauch nochmal gucken. Du brauchst also, ich brauche 5.500 Münzen. Das heißt, ich muss 105.000 Poké-Dollar ausgeben. Mathe LK, Chat. Merkt ihr? Ja, die habe ich nicht. Ne, 110.000, ne? Verdammt. Ja. Ich muss nur 2.500, also muss ich nur 50.000 ausgeben. Die habe ich auch gerade nicht. Aber du hast doch bestimmt Items, die du verkaufen kannst. Zum Beispiel die Sonderbonbons. Nein, Spaß. Ich habe hier noch ganz viel Shit, den ich verkaufen kann, glaube ich. Seerauch zum Beispiel ist 4.800. Nugget habe ich hier noch. Riesenperle bringt auch gut Kohle. Aber über 100.000 kommst du nicht. Wie viel Geld hast du jetzt gerade? 40.000. Ah, okay. Oh, dann noch mal weniger als... Ja. Nee, das wird nichts. Aber wir können es ja mal im Hinterkopf behalten. Du könntest es im Hinterkopf behalten, richtig, falls zum Beispiel dein Thor oder so stirbt oder sowas. Mhm. Dann kaufe ich jetzt auf jeden Fall erstmal die Sachen, die hier so viel Wert haben.
Damit meine Tasche auch nicht so voll ist. Hier liegen einfach 10 Münzen auf dich. Auf dem Boden. Nice, direkt mitgenommen. Ja. Top-Beleber kann ich auch verkaufen. Brauche ich nämlich nicht. Hast du die Steuerung bei dir genauso wie bei unserer anderen wunderbaren 2v2-Challenge, die ihr gerne alle auf YouTube abchecken könnt? Unbedingt. Mit Louis und Weber. Oder hast du die Steuerung anders? Ich habe die Steuerung eigentlich genauso, nur dass ich halt das Start halt Startmenü ist. Mhm. Weil das ist bei mir anders und ich merke gerade, wie sehr mich das aus dem Konzept bringt. Ja. Das ist ja komisch. Ich habe halt so, wie es früher auf dem Gameboy war, mehr oder weniger. Ja. Wobei, nee, habe ich nicht. Egal. Aber passt schon. Ja, Riesenperle kann ich verkaufen. Nugget kann ich verkaufen. Top-Aether. Unterseite Seerauch kann weg. Also ich könnte mir das Amphoros schon mal kaufen. Ein Münzamulett kann weg. Ich brauche nur eins. Wenn überhaupt. Gelbe Flöte Drachenhorn. Fixer Upgrade. Gut. So, Items verkaufen war der Plan, ja. Genau. Ja. Hab ich gerade gemacht, weil habe ich für sinnvoll befunden. Jetzt mal ein bisschen Pilzkopf nach vorne, glaube ich. Ein Münzamulett, damit wir Money Grind machen können. Wo verkaufe ich die denn? Links ist ein. Genau, da drin. Genau, kannst einfach ein Stockwerk hochgehen und dann der erste Typ quatscht mit dir. Ach, die verkaufen ja auch TMs. Ja. Weiß nicht, ob wir das schon überprüft haben? Nee. Aber hier steht halt nicht dabei, ob das auch die Items sind oder die TMs. Ich gehe mal Risiko. Ich bin's raus. Ich glaube, Borschnabel gibt. Ich guck mal, warte, ich guck einfach, was bei mir steht und dann. Oh, das ist der falsche. Und dann wissen wir es ja, oder? Das ja, ich habe gerade einfach mal die günstigste gekauft für 1000. Ja, bei mir ist es Umwandlung. Ah ja. Und bei dir Volt Tackle, siehst du? Ja. Schaufler. Gut, Schaufler ist Schaufler. Kugelsaat, Fassade. Oh Gott, ja, ist richtig. Bullshit. Der Shit. Alter, Volt Tackle einfach. Ey, Volt Tackle ist voll nice, kannst du vorhoffentlich beibringen. Ja. Das hat ja keinen mega guten physischen Angriff, ne, aber. Ja. Bei der Attacke ist das egal. Ist eher. Ich wollte gerade sagen, Elektro ist spezial hier in der Generation, ne? Jede Elektro-Attacke. Echt? Ja. Hä? Das ist in der Generation 3 noch so. Da muss ich gerade nochmal nachgucken. Weiße Flöte bringt mir nichts. Weiß nicht mehr, ob ich diesen Laden hier überprüft habe. Und das hat Feuerstein. Ist klar, Sarah, machen wir. Ja. Einmal Ball brauche ich nicht. So, gerade nochmal nachgucken. Limonaden kaufen. Ganz wichtig. Mal ein paar Limonaden hier einstecken. Sonst wird das hier nichts mit mir. Hi, Baskerville. Oh, Tavio, Grüße. Grüße, hallo. Was geht ab? Ganz viel Limo. Ohrschnabel ist doch auch keine schlechte Attacke, oder? Ohrschnabel ist richtig gut. Hm. Also wenn dein Glurak Ohrschnabel lernen kann, Alter. Traum. Schaufler. Ja, Schaufler ist immer Schaufler. Verkehrt. Ah, nehmen wir mal mit. So, sehr gut. In den Laden gegangen, um Sachen zu verkaufen und jetzt weniger Geld als davor. Let's go. Perfekt, let's go. So geht's. So was war nochmal der Plan mit den Sonderbonbons? Naja, die können wir mal nehmen, um das Grinden wegzuballern. Aber gerade brauchen wir es nicht. Also wir könnten unser Team jetzt auf Level 42 bringen. Weil dein Glurak Level 42 ist, aber weiß ich nicht, ob das gerade nötig ist. Oder hat mir gesagt, immer auf das Level des Trainers. Achso, vom nächsten Arena-Leiter meinst du? Ja, genau. Oder vom letzten, den wir besiegt haben. Guck mal, was der nächste ist. Guck mal, was der nächste ist. Ist an sich ja auch egal. Ne? Nächste ist Koga.
Ogas Team ist Level 43. Also viel Spielraum haben wir da auch nicht. Ja. Das war ein, ja, ist Level 43. Also wir haben eh nicht viel Spielraum. Also lohnt sich jetzt auch nicht unbedingt. So, dann lass uns doch einfach in die Spielhalle gehen, wa? Ja. Und da einmal durchrocken. Ich glaube nicht, dass sie halt da... zu mir, Dennis, ich glaube, Stefan lügt dich an. Wieso? Wobei lügt er mich an? Womit? Shin. Womit, Shin? Womit? Ja. Womit lüge ich, ja? Aha. Lügenpresse. Aber wir können uns aber noch ein Pokémon abholen, und zwar das Evoli. Haben wir das nicht schon gemacht? Nee. Okay, dann mache ich das. Oder? Gleich. Weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Haben wir auch schon den Tee? Ich glaube, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben echt nur den Dings gemacht. Ich glaube, ne? Wir haben echt gesagt, so komm, lass jetzt mal zum Ende kommen. Wir machen noch die Arena und gut ist. Ich glaube auch. Ich schau direkt mal nach. Bin ich hier richtig bei dir? Doch, haben wir schon geholt. Okay. Wie es aussieht. Ja. Sind hier echt alle Elektroattacken spezial? Ich bin mir da auch nicht sicher, aber woran erkenne ich das denn? Das hängt mit dem Typ zusammen. Das erkennst aber du nicht. Sehe ja normalerweise bei den Attacken, ob die physisch oder. Erst ab Generation sind. 4. Ah, und hier sieht man es gar nicht. Nein. Okay, dann muss man es einfach wissen. Das muss man wissen, richtig. Und Elektro ist spezial. Okay. Schalocco mit Flammrad, was ist hier los? Holy shit. Wild. Richtig wild. Crunchy, danke für dein Lurk. Grüße. Dinge, die man einfach wissen muss, ja. Oh, ja, hier oben links liegt ja noch ein Item, ein Trank. Oh, holy shit, hab ich das gesammelt? Das hat sich gelohnt. Muss ich gleich mal überprüfen, ob ich das gesammelt habe. Ampharos. Okay, auf geht's. Ja, ich gehe gleich auch nochmal kurz abchecken, wie das da ist. Ja, mach das. Weil du musst ja eh gar nochmal nachkommen. Oh, nochmal rein. Hit, let's go. Level 21. Besser haben als brauchen, ist so. Richtig. Alles gut, Shin. Hat er jetzt gesagt, womit ich gelogen habe? Oder hat er einfach nur gelogen? Er dachte, er war sich nicht sicher, dass alle Elektroattacken spezial sind. Aber er hat geschrieben, okay, dann lügt dich Stefan nicht an. Shame on me. Ja, ab Generation 4 haben sie den Physical Special Split eingeführt. Und da dann, da sind dann nicht mehr alle. Das erst ab Generation 4 war. Ja. Das ist crazy, ne? Fühlt sich an, als wäre das immer schon gewesen. Überball, let's go! Ach stimmt, wir haben ja hier Urbo. Ja, ja, dürfen wir hier benutzen, Dennis. Hier dürfen wir den benutzen. Hier dürfen wir, stimmt. Spielen ja nicht gegeneinander. Richtig, spielen miteinander. Also. Wow. Was? Holy shit, so früh mag schon. Mag dich als Freund, Stefan, aber. Es gibt Grenzen. Friendzoned. Instantly friendzoned. Wurde verwirrt. Okay, ach, komm schon. Bei mir ist gerade die Codierung überlastet mit irgendwas. Ich weiß nur nicht womit. Okay. Sehe ich nicht. Okay. Bei dir nicht? Okay. Ja. Dann ist das ein Me-Problem. Also ja klar, war ich verwirrt. Bei Fuchtler. Ja. Ihr merkt jetzt, ich bin voll da. Ja. Wieso hat Stefan hier einen anderen Hintergrund als bei sich bzw. den Raketenagenten im Team? Weil wir es witzig fanden, zwei verschiedene Hintergründe zu haben. Okay. Ich mochte das Pikachu und irgendwer hatte sich bei dir einen Dings-Hintergrund gewünscht. Also, im Cyberpunk. Ja, so. Genau. Da war was. Ich habe aber keine ausgelassenen Frames, also die Codierung überlastet ergibt überhaupt keinen Sinn, naja. Ja. Egal. Wird schon passen, hoffe ich. Oh, Galoppa macht Regentanz. Du bist so dumm. Lol. Easy Clap. Oh. Aquaknarre. Hier hinter dem Poster ist ein Schalter, Stefan, ne? Dass du Bescheid weißt. Hab ich schon gedrückt. Okay.
Habe ich schon gedrückt, keine Angst. Ach, diese Musik. Banger. Großartig, ne? So. So, Chat, jetzt ist die Frage, spielen wir alles mit Gluimanda weiter oder wechseln wir auch mal ein bisschen durch? Eigentlich solltest du mal ein bisschen durchwechseln, oder? Ja, ne? Mit den anderen vielleicht auch ein bisschen leveln. Alter, ich habe das Kill ja gerade mit einem Mogelhieb fertig gemacht. Was ist hier los? Holy shit. So, Borschnabel, hier. Wer kann's lernen? Mal. Oh, Gluimanda. Nice, oh mein Gott. Step Borschnabel ist einfach so krank. Ja, Flügelschlag AD. Ein Item, let's go. Luxusball. Oh Gott, warum das denn? Ike ist Enttäuschchen. Warum das denn? Weil Ike Shin das mit dem Physisch und Spezial schon tausendmal erklärt hat. Okay. Ah, und man kann die TMs nur einmal nutzen. Stimmt, das hatte ich gerade auch nicht mehr auf dem Schirm. Ja, by the way, das ist erst auf Generation 5 anders. Aber auch eine sinnvolle Änderung, muss man schon sagen. Ich finde es ganz gut, dass man die so oft einsetzen kann, wie man will. Ja, gut, wir verfragen nicht, welche Schnabelglühmanner die Attacke durchführen. Ja, das ist auch richtig, ja. Das ist auch besser so. Dass ihr das nicht hinterfragt. Komisch, meine Codierung ist manchmal überlastet, aber ich habe gar keine ausgelassenen Frames. Also irgendwie ist es noch nicht ganz so, wie es soll. Aber wann ist das immer? Du hast das zum ersten Mal gesagt, als ich mein Turbo benutzt habe. Ich halte jetzt mal die Turbo-Taste gedrückt. Naja, da passiert nichts. Okay. Ich kann es dir nicht sagen, woran es liegt. So, Ninjask. Das kann ich noch ganz normal. Ja. Lunastein, nice. Es kann auch sein, wenn der Tracker irgendwas im Dings ändert, aber eigentlich nicht. Zumindest war es das letzte Mal, aber ich weiß auch nicht. Achte jetzt mal drauf. Ich habe sogar vorhin extra wieder die gleiche Kappe angezogen wie beim letzten Mal. Perfekt. Ich habe nicht, nicht das gleiche an wie letztes Mal. Ich habe meine feuerrote Kappe an. Ein Para-Heiler. Ah, kannst du deine Paras damit heilen? Ja, das wäre schön. Ach ja. Ja, Pilzkopf ist Level 35, let's go. Ach, Stefan, mehr Einsatz bitte. Okay. Lunastein und Sonfail? Was ist denn hier los? Wild. Geht ab? Richtig wild. Ein Kielia. Shit, hört mal. Ike einfach nicht zu. Eiskalt. Eiskalt. Ah, jetzt wird wieder die Codierung überlastet. Aber ich habe keine Ahnung, woran es liegen könnte. Don't ask me. Janma. Oh, Janma ist ein Käfer-Pokémon, da wechsle ich lieber. Aber ich hätte auch gern sowas wie Borschnabel. Borschnabel wäre so gut für meinen Noctu. Alter. Ja. Überaus gut. Aber ich habe lustigerweise sowas wie Feuerschlag. Magneton setzt einfach zweimal Schaufler ein. Boah, weißt du, was so geil wäre jetzt? Erdbeben, ne? Ach, das ist ja paralysiert. Das war geil. Ja, Glück gehabt. Ein Träumchen. Oh, Konfusion. Nice. Oh mein Gott. So, wie war das denn hier nochmal? Fuck. Scheiß auf Hypnose. Ich hab Dings mit Schlafpuder. Und Quassel kann auch Hypnose, also. Herr mit Konfusion. Der Merch. Knacklion. Ja, wir sind ganz schön überlevelt hierfür. Leicht irgendwie, ne? Ganz so leicht. Minimal. Keine Ahnung. Und wir haben die Sonderbonbons noch nicht wirklich genutzt, Chat. Das ist, Mal zwischendrin halt mal, ne? Ja, aber auch, ich glaube, am Anfang ein bisschen, ja. Aber... Ja. Keine Ahnung. Irgendwie unklar. Vielleicht sind wir einfach krass. Wir sind einfach krass. Konfusion. Und wir laufen auch nur mit 5 statt 6 Pokémon rum, ne? Das kommt auch noch dazu. Ja. Das ist ja auch. Warum eigentlich? Haben wir Pokémon verloren? Nee.
glaube aber, es gibt einfach kein Pokémon, das wir benutzen könnten gerade, weil immer irgendein Wasser-Pokémon damit ist. Das könnte sein, ja, genau. Oh, Lachsrauch ist Money. Nice. Ewiges Alp. Toll, das braucht kein Mensch. Doppelteam. Oh, da wird man ja schlecht beim Zusehen. Das ist nicht gut. Lass das mal. Ich habe Eruption gefunden. Nice. Das ist eine gute Feuerattacke. Das ist eine sehr gute Feuerattacke sogar. Mein Gluimanda wird unbesiegbar. Wenn es nicht sogar... Ist doch schon unbesiegbar, oder nicht? Ja. 150, oh. Je höher die KP des Benutzers, desto mehr Schaden wird angerichtet. Ja, genau, das ist nämlich der Witz. Wenn du volle KP hast, macht es vollen Schaden. Konfusion! Ja. Sarah sagt es. Ja. Item. Und wieder Ball braucht kein Mensch. Alarm, Eindringlinge! Okay. Sehe schon, Gluimanda wird gebufft bis zum geht nicht mehr. Der Run kann ja quasi nicht mehr schief gehen. Oh, Sarah. Wenn sowas gesagt Jinx. Wird. Jinx! Jinx! Wenn ich das jetzt in dem Wortlaut gesagt hätte, dann hätte ich mir was anhören dürfen. Zu Recht. Zu Recht, ja. Okay. 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 Okay, okay. Okay, okay. Schlafpuder. Schlafpuder und dann Säure, let's go. Beziehungsweise Absorber, dann hol ich mir das GKP wieder. Die rote Flöte. Die ist gut. Die ist voll gut, glaube ich. Ja, was kann die? Hab ich vergessen. Die heilt auf jeden Fall irgendwas. Oder so. Irgendwas war damit. Also nicht mehr was. Shit. Ja. Gut, aber die war gut. Ich meine, die war gut, ja. Warte, google kurz. Rote Flöte. Rakete. Oh ne. Ja. Rote Flöte. Okay, hab die Musik. Oh, halt deine Pokémon von Anziehung. Okay, vielleicht waren sie doch nicht so gut. Sorry, Stefan. Jetzt hast du mir Hoffnung gemacht. Sorry. Mir war so... Achso. Das nächste Pokémon ist also ein Lavados. Okay. Okay. Alles klar. Läuft. Oh, Sinus, du kriegst noch einen Keks, ne? Fällt mir gerade ein. Oha. Eiskalt. Ich hätte ihn hier fast um seinen Keks gebracht. Meinerei sowas. Denn das kannst du nicht machen. Nee. Für den Support... Nudelof. Oh, halt, ich kann Karate-Schlag. Let's go! Auf diesen Moment hat Quassel gewartet. Sein ganzes Leben. Oje. Oje. Das war wieder ein Codierungsfehler. Wo kann er das liegen? Das ist einfach. Ich könnte mal noch so ein Wasser-Pokémon gebrauchen, muss ich zugeben. Oder irgendwas mit Wasser-Attacken zumindest. Aber eigentlich habe ich das hier alles richtig eingestellt. Das ergibt gar keinen Sinn. Ich weiß es doch auch nicht. I'm confused. Me confused. Knuddeluff platt gemacht. Rüpel. Hier war ich also falsch. Okay. Na gut. Okay, Registeel. Holy shit. Ach, Schlafpuder hittet, let's go! Oh, mir das noch ins Gesicht explodiert hier. Und dann wechseln wir auf. Knirps, weil Knirps die höchste Verteidigung hat und machen das mit Knochenrang oder so platt. Oh, sie regt wieder aufgewacht. Scheiße. Okay, Metallschaden geht.
Es macht keine Explosion. Glück gehabt. Glück gehabt. Nochmal ran. Ich wechsle den Elektro-Pokémon gegen Klusel ein. Ich bin voll dabei, ich merke das schon. Crazy, Dennis, crazy. Donnerwelle hat keinen Effekt. Das Spiel verstanden. Du weißt, wie es geht, ich sehe schon. Und es kann Absorber, geil. Alter, was? Und es kann Felsgrab. Holy shit. Okay. Samurzel, das ist ein Fall für meinen fliegenden Freund. Das Noctu. Ist noch nicht klar, warum er mir das. Bei dir zeigt er das aber nicht an mit Codierung überlastet, oder? Nee, bei mir ist alles crispy clean. Okay, dann das, frage ich mich, woran das bei mir liegt. Dann ist das bei mir. Ich guck gerade auch nochmal, aber. Durchschnittliche Frame-Renderzeit 1,30 Millisekunden. Ausgelassene Frames 0,0%. Ja, ausgelassene Frames habe ich auch keine. Ja. Läuft. Top. Ist doch gut. Ja. Dann startet es halt hier mal ein bisschen. Ist okay. Gibt Schlimmeres, würde ich sagen. Ja. Die Beldra. Okay. So, komm, weiter geht's. Egal, Konfusion nicht weg. Flammenwurf, Halleluja. Flammenwurf, Halleluja, kennt man. Wer kennt den Song nicht? Was? Wie bitte? Was? Was? Flammenwurf, Halleluja, wer kennt den Song nicht? Nee. Nee, gibt noch Hardrock, Halleluja. Vor meiner Zeit. Vor deiner Zeit? Was? Das war vor gar keiner Zeit. Ich hab mir das nur ausgedacht. Ja. Entoron. Perfekt. Perfektes Ziel für Absorber. Let's go. Ach, stimmt. Und danach kommt dann der Turm, ne? Den Fuchs, den Dings. Lavandia. Ja, aber ich. Müssen wir nicht erst zum 5. Orden und danach den Turm machen? Ich hab Donner gefunden. Holy shit. Nice. Ne, 5. Orden ist erst danach. Ach, krass. 5. Orden ist erst nach Lavandia. Ach, den Turm. Oh mein Gott. Ja. Den haben wir, glaube ich, nämlich noch nicht gemacht. Ne, ist richtig. Ich war gerade bei dem Sylph-Turm. Ne, Sylphco kommt später. Ah, holy shit, ich bin so doof. Holy shit, ich kann. Ich weiß, wie das Spiel geht. Holy shit, ich bin so dumm. Was ist hier los?